Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Philipp Vondrak. Guten Tag. Maschinenbautechniker oder ITler, das sind zwei Berufe mit guten Zukunftsaussichten. Das hat eine Studie im Auftrag von AMS und AK Vorarlberg ergeben. Zusammengefasst haben die Vorarlberger in technischen Berufen und Dienstleistungen im IT-Bereich neben kaufmännischen Berufen die besten Jobaussichten. Die Wirtschaftsentwicklung in Vorarlberg wird insgesamt positiv beurteilt, jedenfalls besser wie im übrigen Österreich. Bis 2017 wird die Arbeitslosigkeit auch wieder zurückgehen, so ein weiteres Ergebnis der Studie. Das Landhaus in Bregenz ist ein Sanierungsfall. Das 1980 erbaute Gebäude ist energetisch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Heuer werden vorerst 1,9 Millionen Euro in die Sanierung der Heizanlage investiert. Bis das Haus den Kriterien der Energiepolitik des Landes entspricht, dauert es aber noch. 2024 wird angepeilt. Bis dahin müssten rund 114 Millionen Euro aufgewendet werden. Die Apothekerkammer warnt erneut vor Telefonbetrügern. Die Anrufe erklären, im Namen der Apothekerkammer eine Telefonbefragung durchzuführen über die Zufriedenheit mit der lokalen Apotheke. Danach werden Produkte zum Kauf angeboten. Der Präsident der Vorarlberger Apothekerkammer, Jürgen Rehak, warnte bereits, es gibt keine derartige Studie und er rät dringend davon ab, irgendetwas zu bestellen. Und heute gibt's die neuesten Infos zur Jugendolympiade, die im kommenden Jahr in Vorarlberg und Liechtenstein stattfinden soll. Unter anderem soll im Sportausschuss des Landtags heute auch besprochen werden, woher die rund 1,5 Millionen Euro kommen sollen, die im Budget für die Jugendspiele noch fehlen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, Sie klicken morgen wieder rein.